Hey ho, hey ho, willkommen zurück bei mir im YouTube-Kanal zum Thema MCOC mit mir, eurem Azubi. Heute How to Destroy Killmonger. Killmonger ist jetzt nicht so sehr schwer, es sind halt meist sehr, sehr lange Kämpfe. Warum? Gehen wir jetzt durch. Die Spezialfähigkeit kriegt er bei gegnerischen Angriffen, also wenn er angegriffen wird, quasi immer, wenn er als Verteidiger steht. Und zwar, Vibranium-Panzer aktiviert für 8 Sekunden Widerhall, was Schaden zurück auf den Gegner wirft, wenn Killmonger getroffen wird oder einen Angriff abwehrt. Darum steht der Kollege erweckt in der Def. Einfach, weil er Schaden zurückwirft. Böse. Der Schaden bemisst sich an der gespeicherten Kraft Killmongers zum Zeitpunkt der Aktivierung und fügt bis zu 155% des eingehenden Schadens als physischen Schaden zurück. Widerhall hat eine Cooldown-Zeit von 8 Sekunden, nachdem er abgelaufen ist. Das heißt, ist Vibranium-Panzer aktiv, könnt ihr ihn schlagen, allerdings nimmt dadurch eure Lebensleiste ab. Wenn das abgelaufen ist, habt ihr 8 Sekunden Zeit, Schaden zuzufügen, ohne dass ihr Schaden zurückgeworfen bekommt, bis es wieder anfängt. Wenn sowohl Widerhall als auch Volltreffer aktiv sind, erhält Killmonger eine erhöhte Angriffswertung, wenn er einen Gegner trifft. Das macht ihn zusätzlich sehr, sehr stark, weil das ist über 100% vom Angriff von ihm. So, passiv. Der Champion hat zusätzliche kritische Resistenz in seinen Basismerkmalen. Das heißt, wenn ihr einen sehr Crit-Treffer-freudigen Champion habt, wie zum Beispiel Gwenpool einer ist, hat der Kollege hier, der Killmonger, eine Resistenz. Das heißt, es ist einfach reduziert. Zu Beginn des Kampfes bietet der Vibranium-Panzer eine Rüstungswertung von 700 und Killmonger erhält jedes Mal, wenn ein Debuff gegen ihn zur Anwendung kommt, 15% seiner fehlenden Kraft. Je mehr Kraft er hat, immer weniger, die er kriegt. Der Vibranium-Panzer funktioniert nicht, wenn er unter einem Rüstungsbruch-Effekt leidet. So, und das ist der Kern der Sache. Gegen Killmonger kämpfen geht, hat er einen Rüstungsbruch, geht es besser, viel leichter. Und dann kommt auch die erweckte Fähigkeit, ne, dieses Schaden zurückwerfen, auch gar nicht zum Tragen. Wichtig, er müssen Rüstungsbruch haben. Das heißt, so Champions wie Corvus Glaive oder die zweite Superkraft vom Hyperion bieten sich an. Alternativ, was macht noch Rüstungsbruch? Ja, von mir aus ein Iron Fist, auch wenn ich den nicht im Krieg mitnehmen würde. Also was erleichtert es halt. So. Bei sämtlichen Angriffen, das Treffen von Gegnern, die sich von einem Superkraftangriff erholen, gewährt Killmonger für 16 Sekunden Volltreffer. Dies erlaubt es ihm, Rüstung, Resistenzen, automatische Abwehr und alle Ausweicheffekte zu umgehen. Sprich, habt ihr eine Superkraft gezündet, ihr habt sie ihm meinetwegen fehlerhafterweise auf den Block gehauen und er greift euch gleich danach an, so dass ihr keine Chance hattet, in den Block zu gehen oder auszuweichen, bekommt er diesen Volltreffer-Buff. Und das rächt sich, das ist echt böse. Weil ausweichen ist nicht und Resistenzen kommen auch nicht zum Tragen. Kritische Treffer schlitzen den Gegner mit einer 80% Chance auf und verursachen über 1,5 Sekunden einen Blutungsschaden. Es hilft also, einen Blutimmun-Champion zu haben, auch wenn wir gegen ihn kämpfen und uns nicht treffen lassen wollen. Die erste Superkraft erhält zwei Counterpunch-Ladungen, die 15 Sekunden dauern. Im Prinzip einfach erklärt, steht er im Block, ihr haut ihm auf den Block, ist es ähnlich wie unaufhaltsam. Er kann euch quasi sofort, ohne Cooldown-Zeit zu haben, angreifen. Also ist das aktiv, nicht auf den Block schlagen, so regulär angreifen geht ohne weiteres. Superkraft 2, der Vibranium-Panzer aktiviert 3 Unzerstörbar-Ladungen. Eine Ladung wird dafür gebraucht, jeglichen eingehenden Schaden eines Angriffs zu umgehen. Maximal kann er 4 Ladungen haben. Bedeutet, hat er eine dieser Ladungen, ihr zündet eine dritte Superkraft, verschwendet, weil der nimmt dann durch die dritte Superkraft keinen Schaden. Ansonsten schlagt ihr ihn entsprechend der Anzahl dieser Unzerstörbar-Ladung, bis er danach wieder Schaden kriegt. Dritte Superkraft, falls Killmonger in diesem Kampf 15 oder mehr Blutrausch-Debuffs angebracht hat,
was ist denn da los? Blutrausch Debuffs angebracht hat, fügt er für jede Verletzung, die er erzielt hat, einen Verletzungsstapel zu. Jede Verletzung fügt über 6 Sekunden einen Direktschaden von zu. Dieser Effekt kann sich einmal pro Kampf einstellen, maximal 50 Verletzungsstapel. Gilt das gleiche wie sonst auch, wir wollen uns ja nicht treffen lassen, von keiner Superkraft, schon gar nicht von der dritten, insofern werdet ihr das nicht merken. Ist für ihn als Angreifer sehr praktisch, nützlich und hilfreich. So. Ihr könnt gegen ihn kämpfen mit Void, so widersinnig wie das klingt durch die Debuffs, die er setzt. Sobald Angst vom Void aktiv ist, ist dieses Ansteigen von Kraft nebensächlich. Weil er kriegt keine Kraft. Prima Geschichte. Beziehungsweise er degeneriert ja auch Kraft, ne? Dank der Versteinanladung, die dann zusätzlich zum Angst vom Void aktiv sind. Also eine Möglichkeit, damit umzugehen. Die zweite ist, ihr nehmt die Superkräfte in Kauf, wenn ihr sie umgehen könnt, ausweichen könnt. Das ist, wie ich finde, relativ leicht. Erfordert halt nur ein bisschen Aufmerksamkeit. Und haut munterfröhlich drauf. Richtig leicht ist es, wenn ihr etwas mit Rüstungsbruch benutzt. Dazu nutzen wir einfach mal den Corvus hier. Ist völlig egal, wo der Rüstungsbruch herkommt. Es schaltet halt einfach über die Dauer des Rüstungsbruchs den Vibraniumpanzer aus. Klack, weg ist er. Und ihr könnt munter fröhlich draufhauen. Jetzt ist wieder Halvina aktiv. Und schlagt ihr ihn jetzt auf den Block. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Habt ihr gesehen? Unaufhaltsam, die Counterpunch-Ladung. Und damit trifft er dich. So, jetzt. Nach der zweiten Superkraft hat er die Unzerstörbar-Ladung, die wir ihm erst wegprügeln müssen. Bevor das hier so richtig zum Tragen kommt. Wie ihr seht, bei mir leuchtet Schaden auf. Dieser eingehende Schaden wird durch den Vibraniumpanzer zurückgeworfen. Das ist abgestellt, wenn Rüstungsbruch drauf ist. Wichtig, zweite Superkraft. Erst die Unzerstörbarladung wegprügeln, dann eine dritte Superkraft reinhauen, sonst bringt's nichts. Und das war's auch schon zu ihm. Wenn er den Kraftbalken beobachtet, wenn ich Debuffs setze, sprich jetzt, da steigt immer ein bisschen was an, aber dazu muss, glaube ich, auch der Vibraniumpanzer aktiv sein, weshalb wir das bei Corvus jetzt nicht so sehr sehen dürften. Oh Mann, Corvus ist ja eine echte Strafe, wenn seine Ladungen Alete sind. So. Umgefallen bin ich jetzt des eingehenden Schadens wegen, weil kein Rüstungsbruch drauf war. Das ist das Böse, wenn er in der Verteidigung steht. Entweder abpassen des Vibraniumpanzers, dass ihr quasi zwischen den Zeiten draufhaut, oder ihr nutzt halt eben wirklich proaktiv den Rüstungsbruch-Effekt. Das kann auch Gwenpool nach der dritten Superkraft sein, aber bis es soweit ist, seid ihr garantiert schon K.O. Jetzt prügeln wir mal mit Hyperion drauf rum. Jetzt seht ihr das definitiv auch mit der Kraft, die der Kollege kriegt. Klack. Es war ja jetzt nicht so toll. So. Guck mal, was ich für eingehenden Schaden kriege. Das ist echt bitter, bitter, bitter. Das tut sowas von weh. Also, hilft es nichts, wenn ihr interceptet. Es hilft nichts, wenn ihr Superkräfte ziehen könnt, die ihr ihm letzten Endes durch Debuffs unterstützt, wenn er Kraft kriegt dadurch. Es hilft nur aktiv ein Rüstungsbruch oder, wie gesagt, das Abpassen der Zeit, und das ist ganz schön nervig. Sprich, er ist ein sehr, sehr, sehr guter Verteidiger, denn nicht jeder Angreifer hat einen Champion dabei, der einen Rüstungsbruch-Debuff geben kann.
Ich bin in meinem Angriff relativ flexibel. Ein paar Mal hatte ich in Season 4 jetzt auch einen Killmonger gehabt. Ein paar Mal bin ich gescheitert, ein paar Mal hat es gut geklappt. Ich habe halt mit Hyperion gekämpft. In Season 5 habe ich Hyperion nicht mehr dabei. Ich hoffe ja immer noch, den Cap wegzukriegen. Allerdings, ich habe auch den Corvus am Start, weshalb ich damit gut spielen kann. Ich habe einfach einen anderen Weg jetzt im Krieg. Ne? Mal gucken, was da passiert im Laufe der Zeit. Gut, habt ihr Fragen zum lieben Killmonger? Warum, wie, wo, was? Kommentarfunktion nutzen. Vergesst nicht, mich zu abonnieren. Das freut mich natürlich sehr. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Eure Aufmerksamkeit ist mir ein Fest. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.